Sie mal, was die mit ihren Kugeln machen? Das kann aber nie im Sinne des FDGB sein. Oh. Das ist aber nicht zum Rumspielen, meine Kugeln hier. Ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Hier baut's los. So geht das nicht weiter mit euch. Schnack, losen Sie im Sinne der Sportgemeinschaft Dynamo und des FDGB. Mensch, hallo! Dass wir uns mal wiedersehen. Ja, schön, ne? Wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir begrüßen Sie recht herzlich zur Auslosung zum Viertelfinale im FDGB-Pokal 2013-14. Viele werden sich fragen, ja, wieso machen wir jetzt hier so eine Veranstaltung, wo doch unsere Spieler sportlich auf dem Feld nicht unbedingt... In jeder Liga ist einer der schlechteste. Das ist so. Da kommt man nicht drum rum. Ich will aber mal so sagen, vor vielen hundert Jahren wurden Städte gegründet wie Sandhausen, Paderborn oder Aue, deren einzige Existenzberechtigung darin besteht, den Verlierer, den Schlechtesten unter sich auszumachen. Dresden gehört nicht dazu. Nichtsdestotrotz kommen wir jetzt also zur Auslosung. Bevor wir zu dieser aber schreiten, möchte ich noch eine zweite Frage klären. Warum ist Dynamo Dresden überhaupt noch im Wettbewerb drin? Schließlich haben sie ja gegen Horror City verloren. Das kann man ganz einfach erklären. Horror City hat sich regelwidrig einfach umbenannt in Wismut Hall. Solche Quinten, das muss man sich mal vorstellen. Kennt ihr den Witz? Kommt der Scheich und nennt seine Fußballmannschaft um. Ah! Fieses Ding, ich geh kaputt. So, jedenfalls, jetzt sind sie draußen. Am grünen Tisch entschieden, also ist Dynamo Dresden nach wie vor im Pokal drin und damit schreiten wir jetzt zur Auslosung. Und Gita, darf ich Sie vorstellen, meine reizende Assistentin, sie wird hier also die Kugeln aus der Kristallschale befördern und damit kommen wir zur ersten Mannschaft und das ist die Mannschaft Kali Werra Tiefenort, eigentlich mehr bekannt durch Schnitzereien. Im Tiefenort, da wird ja an der Werra, wird ja sehr viel auch Schnitzgut gefördert und dann sitzen dort alte Frauen mit fiesen Hängen. Das darf man nicht sagen. Bei einer Auslosung muss alles ernst weitergehen. So, zur nächsten Mannschaft und Kali Werra Tiefenort empfängt SC Aufbau Magdeburg. Damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind schon mal zwei Hammergegner raus, denn an den beiden würde Dynamo Dresden in der momentanen Form höchstwahrscheinlich scheitern. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Was haben wir noch für eine Auslosung? Was haben wir noch für eine Ansetzung? Oh. Zwei Mannschaften in einer Kugel. Na, sowas. Ich geh kaputt. Aber das hat seine Gründe, weil wir haben nicht so viel Sendezeit. Da geht's halt ein bisschen schneller, ne? Macht das ja gewissenhaft. Wem geben wir Heimrecht? Lauter oder Brieske? Klingt beides scheiße. Wurscht. Sie spielen beide zu Hause. Haben wir gerade beschlossen. Beide Mannschaften spielen zu Hause Fernfußball. Zwei Mannschaften fehlen noch. Und ich will mal so sagen, du bist die geschickteste Kugelrausholerin, die es überhaupt auf der ganzen Welt gegeben hat. Nein. Denn hier haben wir die SG Dynamo Dresden. Wird spielen gegen. Und jetzt schauen und empfinden wir. Oh, hier steht schon mal ein... Dynamo Dresden spielt gegen Borussia Mönchengladbach, eine Mannschaft aus dem Osten Frankreichs. Borussia Mönchengladbach ist eine der besten Zweitligamannschaften in der ersten Liga zurzeit. Wir wissen ja, aber schau mal, nein, fieses Ding, vielen Dank, Gitta, du warst klasse. Super. Ihr aber auch, bis dahin.